Der rechte Fuß mit Zehen nach rechts antippen, neben dem linken Fuß antippen und dann nach hinten antippen mit den Zehen. Dann den rechten Fuß in die Kniekehle des linken Fußes schlagen, zurück nach hinten antippen, den rechten Fuß wieder in die Kniekehle des linken Fußes schlagen und wieder nach hinten antippen. Jetzt den rechten Fuß belasten und den linken Fuß gekreuzt neben dem rechten Fuß antippen. Linker Fuß einen Schritt nach vorne, rechter Fuß im Knie angewinkelt hochziehen, nach neben dem linken Fuß absetzen. Dann beide Fersen gleichzeitig nach links drehen, also Zehen sind belastet, nach rechts drehen, nach links drehen, nach rechts drehen und dann zurück in die Mitte, also ins Zentrum. Danach machen wir zwei Vierteldrehungen im Schachtelschritt. Mit dem rechten Fuß beginnen, nach links. Rechter Fuß nach hinten absetzen, linker Fuß neben rechten Fuß und rechten Fuß leicht nach hinten absetzen. Das war die erste Vierteldrehung. Linker Fußschritt nach links, rechter Fuß neben linken Fuß und linker Fuß einen Schritt zurück oder direkt neben dem rechten Fuß in diesem Falle. Also haben wir eine halbe Drehung, das im Schachtelschritt, wird aber nachher nochmal gezeigt. Der rechte Fuß nach hinten absetzen, also ein Backlock belasten, linker Fuß belasten, rechter Fuß neben linken Fuß und einmal in die Hände klatschen. Dasselbe wiederholt sich jetzt spielverkehrt. Rechter Fuß schritt nach rechts, wir gehen nach links. Linker Fuß neben rechter Fuß und rechter Fuß neben linken Fuß. Wir haben die erste Vierteldrehung. Linker Fuß schritt nach links, rechter Fuß neben linken Fuß und der linke Fuß neben rechten Fuß. Wir haben die halbe Drehung im Schaffelschritt. Rechter Fußschritt zurück, belasten, wir machen wieder einen Backlock. Linker Fuß belasten, rechter Fuß neben linken Fuß und einmal in die Hände klatschen. Dann machen wir einen Diagonalschaffel nach links zuerst. Rechter Fuß Schritt nach rechts und dabei den Oberkörper bereits auf 11 Uhr drehen. Linker Fuß neben rechter Fuß und rechter Fuß einen Schritt nach rechts. Jetzt wird der rechte Fuß belastet. Wir machen eine Vierteldrehung nach rechts auf ca. 1 Uhr. Dabei den linken Fuß einen Schritt nach links absetzen. Rechter Fuß neben linken Fuß und linken Fuß einen Schritt nach links. Dann machen wir in zwei Schritten eine knapp ein bisschen über eine Vierteldrehung auf 1 Uhr wäre das. Rechter Fuß Schritt nach rechts, linker Fuß neben rechten Fuß, das ist der erste Teil der Vierteldrehung dann. Der Rest ist dann noch eine Vierteldrehung, rechter Fuß Schritt nach rechts und linker Fuß neben rechten Fuß. Wir stehen jetzt auf 9 Uhr. Dann den rechten Fuß mit der Ferse vor dem linken Fuß antippen. Nach rechts antippen, wieder vor dem linken Fuß antippen, nach rechts antippen, dann kommt ein Coaster-Step. Rechter Fuß Schritt zurück, linker Fuß neben rechten Fuß und rechter Fuß einen Schritt vor. Den linken Fuß einen Schritt nach vorne und der rechte Fuß tippt neben dem linken Fuß an. Hier beginnt der Tanz von vorne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8.